herzlich willkommen zu meiner ersten Folge Let's Play Landwirtschaftssimulator 17. Ja, wir sind hier in Goldcrest Valley. Das ist die neue Karte, die hinzugefügt wurde. Und ich würde sagen, wir starten jetzt auch direkt mal hier, indem wir mal durch die Fahrzeuge uns tabben. Da haben wir einmal ein KCH 1660 Axial Flow, mit dem wir auch gleich mal hier anfangen werden, das Feld zu ernten. Auch mal innen gucken. Sieht gar nicht mal so schlecht aus. Alles auch gestochen scharf. Natürlich alt. Aber wir können einfach direkt mal hier loslegen. So. In der Zeit starten wir auch schon mal den New Holland 8340 hier mit dem Grubber. Dann haben wir hier ein KCH 1455 XL. Mit dem werden wir hier säen. Dann stellt sich jetzt gerade nur die Frage, was wir hier säen. Weil das wird mir jetzt hier gerade nicht ersichtlich. Ach, da. Ich würde vorschlagen, dass wir hier einfach mal Weizen säen. Bin es auch gewohnt, aus dem LS15 mit der mit Drive Control dann mit der Leertaste umzuschalten. Aber das ist ja hier noch aktuell noch nicht installiert, denn ich spiele ja noch ganz ohne Mods hier jetzt gerade. Und das startet auch unsere Sämaschine hier. Sieht auch gar nicht mal schlecht aus. Und es fährt eine Frau mit. Und das sind übrigens wir hier. Wunderbar. Wir fahren hier aktuell auch einen Case. Hat auch einen guten Sound. Sieht auch von innen ordentlich aus. Und ich will mal vorschlagen, wir bleiben jetzt hier auch beim Drescher, denn ich habe auch keinen, wie gesagt, keine Mods. Das heißt, ich sehe auch nicht, wann der Drescher voll ist jetzt. Das heißt, ich muss warten, bis er anfängt mit seinen Rundumleuchten zu blinken. Das ist nämlich dann für uns das Zeichen, dass er abgetankt werden möchte. Wir spielen hier auf der Schwierigkeitsstufe Mittel, also ein bisschen ausgewogen zu Anfang. Ich wollte jetzt nicht die Larifari-Variante namens einfach verwenden. Deswegen habe ich mich für Mittel als einfach mal entschieden. Das interessiert mich jetzt, ob wir hier reinkommen. Scheint nicht. Naja, anscheinend nicht. Schade. Vielleicht da mit der Tür hier. Irgendwie. Nee, auch nicht. Schade. Hier natürlich nicht. Ins eigene Haus kommen wir hier nie rein. Aus irgendeinem Grund. Kann man hier auch den Hühnerstall schon erkennen. Gibt sogar ein paar Hühnchen. Das sieht mehr nach... Ja, doch, sind... Da ist der Hahn. Mehrere Hühner. Können ja mal kurz gucken, wie viel wir denn an Tieren haben. Und den würde ich mir natürlich auch irgendwann gerne kaufen wollen. Aber wo sind sie denn, die Tiere? Oder bin ich jetzt gerade schon blind geworden? Komisch. LKW haben wir eine ganze Menge sogar hier. Sieht auch gar nicht mal so schlecht aus hier. Da freue ich mich natürlich auch schon ziemlich drauf. Worauf ich mich am meisten freue, sind aber die Traktoren der AGCO-Gruppe. Das heißt MF, Fendt, Valtra vor allem. JCB ist sogar auch drin. Wow. Und noch ganz viele andere schöne Sachen hier. Also wir werden auf jeden Fall unseren Spaß hier haben. Das steht auf jeden Fall fest. Und dann mussten wir sogar schon die ersten Lohnzahlungen abhalten.
Aber jetzt mal schnell los hier in den Drescher abtanken. Beziehungsweise wir werden ihn jetzt gleich abtanken, wenn er auf die nächste Bahn hier fährt. Oh, wie voll ist der denn? Er hat ja gerade mal 45%, ist ja nichts. Ist ja nichts. Also dann lasse ich den Hänger hier jetzt einfach mal eben stehen. Während wir hier mit unserem Lizard Pickup Rodeo, also mit der etwas älteren, kleineren Variante, mal ein bisschen die Map erkunden werden. Zumindest. Oder? Nein, wir werden nicht die Map erkunden. Da wird sich unsere Frau mit Sicherheit freuen, wenn wir hier so über den Rasen fahren. Stelle ich den einfach mal hier ab jetzt. Hat auf jeden Fall ordentlich Gas. 123 km/h kann das gute Ding erreichen. Also nicht schlecht. Und dann würde ich mal sagen, wir gehen nochmal eben zum Shop und gucken mal nach. Wo ist jetzt der Überlader? Mist, Gülle, Mähwerk. Da, Ladewagen. Und wie ihr seht, Leli ist auch mit reingekommen. Also wunderbar. Und da muss ich mal eben hier nach dem Ausleihen gucken. Auswählen mal eben. Okay, hier Mieten. Initiale Kosten 3.400 pro Arbeitsstunde. Also Basiskosten liegen bei 1.500, pro Arbeitsstunde 1.500 und pro Arbeitstag 310. Ist schon eine ganz ordentliche Menge hier für diesen kleinen Ladewagen. Wir können ja mal eben gucken hier bei den Traktoren, beim JCB 3000 Extra auswählen. Und da gibt es hier sogar noch Erweiterungen. Finde ich nicht schlecht. Ja, das haben die ja auch angekündigt, dass die das machen. Und der kostet sogar 18.150. Also, da, das kostet ordentlich. Also wir müssten auf jeden Fall noch ordentlich Geld machen, damit wir hier irgendwas machen können. Denn bis jetzt sieht es noch nicht sehr danach aus. Aber jetzt würde ich doch mal sagen, tanken wir hier mal eben den Case ab. Denn, ja, dann können wir uns wieder ein bisschen auf andere Sachen konzentrieren zum Beispiel. Und außerdem können wir dann auch schon sofort die ersten Sachen verkaufen fahren, also die ersten Früchte, die ersten Feldfrüchte. Damit wir auch wieder zu Geld kommen hier. Denn wirklich viel haben wir ja aktuell nicht. Bin mal sehr gespannt, wie viel wir jetzt auch hierfür bekommen werden. Also der Anhänger wird auf jeden Fall gut voll. So. Mal gucken, ob die das so gelassen haben hier. Ja, doch, der Helfer bleibt am Ende des Feldes immer noch stehen, um abzutanken. Aber jetzt ist er ja eh leer. Und dann nehmen wir auch gleich mal den Rest hier aus dem Silo noch mit, den wir noch haben. So. Dann lohnt es sich nämlich gleich noch ein bisschen mehr, das zu verkaufen. Aber jetzt stellt sich die Frage, wo wir das am besten hinbringen. Weil ich habe hier irgendwie noch... Vielleicht bei Escape? Ja, doch, bei Escape ist es jetzt gelandet. Bodenbeschaffenheit, Feldfrüchte, Kartenübersicht, Preise pro 1000 Liter. Wir haben aktuell 8000 drin, also alle Preise mal 8 rechnen. Und da sehen wir, dass wir hier jetzt gerade Weizen geladen haben. Und Weizen können wir am besten mit 604, ne, bei Wright Agro Business mit 627 Euro pro 1000 Liter bei Wright Agro Business verkaufen.
Und was kann ich jetzt damit machen? Anscheinend nichts, auch okay. Fahrzeugübersicht, wir haben hier also auch ziemlich viel. Wow, sogar Sauberkeit hier. Das werden wir natürlich alles noch in Ruhe angucken. Wir haben sogar allgemeine Einstellungen hier alles. Lautstärke, Umwelt. Da senke ich mal eben noch was ab. Ja, doch, Lautstärke insgesamt sollte eigentlich gehen. Spätverbrauch normal. Spiel pausieren können wir übrigens auch machen. Finde ich auch eine gute Neuerung. Und hier haben wir auch noch ein paar Grundlagen. Finde ich auch nicht schlecht. Aber wir wollen jetzt erstmal zu Mary's, ne, zu Wright Agribusiness, und das ist da oben. Und es wird sogar auf der Karte angezeigt. Also wir müssen jetzt erstmal hier nach links. Ja, wir sind durch den Busch gefahren hier. Werden wir doch schon die Karte so ein bisschen erkunden. Aber dann hier jetzt entlang fahren und dann gleich nach links abbiegen auf die große Straße, in der dann entlang fahren. Gut. Aber wir sind hier mit 43 km/h auch gar nicht mal so langsam unterwegs. Ich hau mal direkt den Tempomaten hier rein. Können wir uns auch gleich hier schon doch so ein bisschen die Map hier angucken, die auch wirklich nicht schlecht aussieht. Und hier auch mit so einer schönen Eisenbahnbrücke. Wir können übrigens jetzt auch Eisenbahn fahren. Finde ich auch sehr interessant, diese Neuerung. Und dann einmal hier links ab. Und dann hier wieder links ab. Hier können wir auch schon die anderen Feldfrüchte so ein bisschen erkennen bei den anderen Bauern hier. Können wir uns natürlich die Felder auch irgendwann alle kaufen. Da freue ich mich auch schon so. Oh, das ist eine ganz gute Neuerung. Wir sehen jetzt, wo wir hin müssen. Und zwar mit so einem blauen Strahl direkt in den Himmel. Sieht auch echt nicht schlecht aus, so. Also ist auf jeden Fall eine gute Neuerung. Auf jeden Fall blinkt und blitzt hier irgendwie alles so ein bisschen. Also diese gelben Punkte überall. Bisschen komisch, aber naja. Aber auf jeden Fall. Es sieht wirklich nicht schlecht aus, so hier. Bin begeistert. Da kommen wir auch direkt zur BGA hier. Das ist auch eine recht große BGA, so wie das hier aussieht. Upsala. Bin mal sehr gespannt, ob wir damit viel Geld scheffeln werden. Oh, direkt mal wieder zurück in die Innenansicht hier. Da könnt ihr auch schon die amerikanischen Autos hier sehen. Wir sind nämlich hier auf einer amerikanischen App. Und dann geht es hier nochmal über den Fluss. Und hier gibt es sogar anscheinend Staudamm. Denn dort wird Wasser runtergeschickt dort vorne. Und damit wird dann Energie erzeugt. Energie durch Wasserkraft. Finde ich auch nicht schlecht, dass man hier sowas eingebaut hat. Finde ich gar nicht schlecht. Ja, dann jetzt gleich einfach wieder rechts abbiegen. Und dann kommen wir auch gleich schon zu unserem Abladepunkt. Also wir sehen, die Map ist auch nicht klein. Finde ich auch nicht schlecht, wenn ich ehrlich bin. Auf jeden Fall ist die Map größer als die Bjornholm-Map, habe ich zumindest so das Gefühl. So auf den ersten Eindruck. So, dann einmal blinken und rechts ab hier. Blinken auch wieder ausschalten. Und hier muss er jetzt doch schon gut kämpfen hier. Mit 8000 Litern hinten drin. Oh, da muss er wirklich ganz ordentlich kämpfen hier. Aber ist natürlich auch realistisch. Muss ich nochmal eben drauf gucken. Ach, das heißt, wir müssen jetzt noch einmal um Feld 1 sogar noch herum fahren, um dort dann dort oben hinzukommen. Oh, Achtung, Bären. Also hier können sogar Bären entlang laufen. Ich nehme mal an, dass das jetzt hier im Spiel nicht berücksichtigt wurde, aber man weiß ja nie.
Beim LS13, also beim LS 2013 war es ja damals noch, gab es ja, wenn man alle Goldmünzen gefunden hat, gab es ja dann so einen Regenschauer mit anschließendem Regenbogen, und da konnte man dann halt am Ende des Regenbogens so einen Goldtopf finden. Vielleicht gibt es hier so auch was in der Ähnliches, also so eine Art Easter Egg, nur halt dann hier mit Bären, wo man dann hoffentlich, hoffe ich mal, nichts verdient, denn das wäre sonst sehr komisch. Und dann sind wir hier oben auch schon angekommen. Wollte aber eigentlich das hier rauslassen. Wie kippe ich das denn jetzt hier ab? Auskippen ist I. Okay. Hatte ich bis jetzt auch noch nie. Wenn bei mir im LS15 waren Auskippen und Ankuppeln bzw. Abkuppeln die gleichen, also die gleichen Tasten. Deswegen, naja, jetzt haben wir 5000 Euro gerade mal eingenommen durch die Ernte. Ist ja nichts eigentlich. Dann werde ich uns mal kurz hier zum Hof zurückschicken. Kartenübersicht, da ist der Hof. Gucken, ob er das jetzt akzeptiert hat. So, naja, dann nicht anscheinend. F1 auch nicht. Escape. Ich vertue mich jetzt leider noch ein bisschen. Bitte verzeiht mir das. Ach, ich kann ja, ich habe ja hier drauf geklickt, aber geklickt, aber Scheune? Ja, doch, zur Scheune müssen wir ja eigentlich. Die ist jetzt da vorne. Ja, genau, doch, zur Scheune müssen wir ja, das ist ja richtig. Und dann. Ne, machen wir in einer von den nächsten Folgen dann da vorne das Wasserkraftwerk. Dann hier jetzt rechts ab wieder. Und dann fahren wir einfach wieder zum Hof zurück. Ich guck mal eben nach dem. Ja, doch, der möchte jetzt. Jetzt möchte er doch entleert werden, aber wir haben leider nur einen Anhänger. Also müssen wir erst mit dem hier wieder zum Hof zurückfahren. Muss jetzt ein bisschen Gas geben. Und deswegen geben wir jetzt auch ein bisschen Gas. Bin mal sehr gespannt. Und hier ist es irgendeine Warnung mit LKW, die hier runterfahren, anscheinend. Hier Steinschlag. Gibt hier jetzt noch für solche Warnzeichen? Nur oh, schade, keine mehr. Hätte mich sehr gefreut, wenn es diese geben würde. Aber naja, man kann ja schließlich nicht alles im Leben haben. So, und da geht es dann auch wieder Richtung Hof hier ab. Da vorne, das scheint mir nach der Sägemühle auszusehen. Auch mit dem Fluss und allem drum und dran, mit den Hackschnitzeln. Sieht auf jeden Fall auch schon wieder nicht schlecht aus. Auch hier mit diesem kleinen See hier. Wunderschön. Aber leider haben wir nicht hier unseren Bauernhof, sondern ein bisschen weiter entfernt. Wenn ich aber schön bin. Aber nun ja, man kann ja leider nicht alles im Leben haben. So. Und dann können wir auch hier wieder dieses Auto hier überholen. Helfer A hat einen vollen Korntag, das wird jetzt sogar angezeigt. Das ist ziemlich gut, finde ich. Muss ich jetzt hier rein oder nicht? Ja doch, wir fahren mal hier rein. Und dann fahren wir unten, da wo jetzt gerade der Helfer mit dem Buchstaben E ist, fahren wir dann den Feldweg. Und dann geht es von dort aus weiter. Geht jetzt ein bisschen schneller. Das heißt, wir müssen jetzt auch irgendwo hier jetzt gleich abfahren. Ja, genau. Hier links hinein gleich. Also schon mal blinken und zack, hier hineinfahren. Und dann sind wir auch schon fast da.
So, und dann auch hier einmal entlang. Wunderbar. So, und dann würde ich auch schon mal sagen, ich danke euch hier fürs Zusehen der ersten Folge. Es würde mich sehr freuen, wenn ihr auch zur nächsten Folge wieder einschalten würdet. Und bis dahin, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.